Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why Kapitel 3. Once upon a time, in a deep and ancient forest, crafty goblins faced the truth about the darkness in the big wooden house. It had come for the wise princess, driving her mad and causing her to attack them. When they started asking questions about the princess in the darkness, the goblins realized that no one else in the forest wanted to know the truth. So they dug and searched and asked hurtful questions, learning more about the wise princess than they had ever hoped to. But the search took its toll. The darkness was proving too much for Sister Goblin, and yet Brother Goblin kept diving deeper and deeper. Until Sister Goblin finally said, enough. And that was how the goblins found themselves separated again, hurt and confused, with so many unanswered questions and too many opened wounds. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman alone in a deep and ancient wood. Vermächtnis. Ja, crazy, unheimlich und sah definitiv nach einem sehr, sehr schlechten Gewissen aus. Hm.
Ei, heute ein Frosch im Hals. Zack. Guten Morgen. Ich habe angefangen, die Unterlagen zusammenzutragen, die du für die Wohnungssuche brauchst. Hab den Ordner für dich unten auf die Küchenanrichte gelegt. Wenn du dich immer noch mit Dee zum Mittag triffst, kannst du die Unterlagen vorbeibringen und ich mache dir ein paar Kopien. Lass es heute ruhig angehen, Onkel Eddie. PS, meine berühmten aufmunternden Buchweizenwaffeln werden in der Küche nur kalt. He's right. Time to get my shit together. Kann ich da noch was untersuchen? Außer, ich kann aber was gucken. Hier, gucke mal. Den Brief hatten wir, was ist das? I guess I'll have to start fresh with these in Juno. I could use a Michael pep talk. I never imagined Uncle Eddie was hiding so many things from me. Den haben sie da aber sehr dunkel gemacht. Dann lass mal gucken. So, das Letzte, was ich aber... Wir sind ja abgehauen. Ihr war es ja zu viel. Dass zu viel in der Vergangenheit rumgegraben wurde. Sie wollte das alles gar nicht wissen. Aber auch natürlich, weil sie sich auch die Schuld gibt. Denn sie hat ja ihre Mutter getötet. Und nicht Tyler. Der es aber auf sich genommen hat. Zudem haben wir erfahren, dass... Also jemand hat natürlich versucht, die Scheune anzustecken. Und nur um das zu vertuschen... um halt Briefe zu vertuschen. Die von dem... Vater der Zwillinge geschrieben wurden und auch von Mary Ann geschrieben wurden. Auf jeden Fall wissen die nicht, wer der Vater ist, aber ich tippe mal darauf, oder ich weiß gar nicht, kurz gesagt, dass er verheiratet war oder so. Die Mutter hat es ja auch mit vielen verheirateten Männern getrieben. I gotta take care of that rental application. Ja, und die hatten dann noch so einen letzten Streit ja mitgekriegt. Also auf jeden Fall noch viel. Ich tippe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Vater der beiden verheiratet ist. Und das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tippe auf den Ehemann der besten Freundin. Ich weiß nicht. Never could bring myself to send these. Whenever I tried to tell him how much I missed him, it felt unfair. Oh. Hallo Tyler, ich weiß, wir haben schon eine Weile lang nicht mehr miteinander telefoniert und ich glaube, dass es vor allem an mir liegt. Das tut mir leid, ich war nur so in meine Probleme vertieft, dass ich manchmal vergesse, dass du gar nicht so weit weg bist. Das letzte Schuljahr war das Schlimmste überhaupt. Ich war ein paar Monate mit diesem Typen zusammen. Bobby, hoffentlich erinnerst du dich nicht mehr an ihn. Nur um zu merken, dass er ein totaler Arsch ist, der sich einen Scheiß um mich schert. Keine Ahnung, warum ich so lange gebraucht habe, um das zu begreifen oder warum ich zugelassen habe, dass es mir das ganze Jahr vermiest. Ich komme mir echt so blöd vor, aber ich komme mir auch blöd vor, weil ich mir blöd vorkomme. Ah. Aber egal, ich glaube, ich möchte dir nur sagen, dass das Leben ohne dich scheiße ist. Ich vermisse dich, ich vermisse deine Anwesenheit und ich vermisse unsere Unterhaltungen mit unserer Stimme. Willst du nächsten Freitag zu meiner Abschlussfeier kommen? Es ist nichts Besonderes, bloß ein gemeinsames Essen mit Eddie und ein paar Nachbarn. Tessa kommt vielleicht auch vorbei. Ich finde es wirklich toll, wenn du dabei wärst. Ich merke gerade, dass ich einfach anrufen und dich einladen könnte. Keine Ahnung, warum ich einen Brief schreibe. Aber vielleicht habe ich in all der Zeit, in der wir getrennt waren, vergessen, wie ich mit dir reden soll. Es tut mir leid. Ich hoffe, wir kommen bald wieder dahin zurück, wo wir waren. Alles Liebe, Allison. Ihr wisst ja, wichtige Sachen lese ich vor. I should go check what Eddie left downstairs. Sachen, die ich nicht so wichtig finde, mache ich Stopp und dann, also könnt ihr stoppen und alleine vorlesen. Now would be a good time to stop smoking and maybe do a detox or 12. How did we go from being so alike to total opposites? I gotta think about something else. Wish I could just book a one-way ticket to the other side of the world. Haben wir noch irgendwas hier? Nein, wir können nur nach draußen gehen. Gehen wir noch mal kurz ins Bad. Ansehen. There's not enough concealer in the world to erase the night I had. Man sieht direkt ihre Lieblingsfarben. Good to know I look just as bad as I feel. Haltet hier überall Post-its kleben. Die man aber leider nicht lesen kann. I could do my laundry. Ugh. Maybe later. Könntest die Toilette mal wieder putzen, Mädchen.
Aber okay, ist nicht mein Bier. Wir gehen jetzt erstmal nach unten. Finde ich gut, dass wir auch so ein bisschen das Zuhause von ihr und Eddie kennenlernen. Mich wundert die ganze Zeit, dass Eddie überhaupt keine Frau hat. Ach, hier ist direkt so... Ach so. Ach so. Was hat sie denn für eine Aussicht? Ja. Nett, ne? Für was brauchen die denn eine Klimaanlage bei dem Wetter? Kann es da auch sehr heiß werden? Ich weiß nicht. I miss the slopes. Eddie looks so young here. The days have gotten so short. It's gonna be a long winter. Mhm. Da komme ich nicht rein. Ich denke mal, da wohnt der Eddie. Was? Wo habe ich mich jetzt erschrocken, ey? Oh, mein Gottchen. I should probably eat something. God, I feel so weak. Hab ich mich erschrocken, habe ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, ey. So many months of snow boots ahead. He doesn't like this kind of attention, but he really does so much for the community. Sehr geehrter Polizeichef Brown, vielen Dank, dass Sie unsere Kinder letztes Wochenende sich sicher nach Hause gebracht haben. Ohne Sie hätten Sie sich vielleicht hinter Steuer gesetzt und wer weiß, was Ihnen oder jemand anderen hätte passieren können. Für Ihre Weisheit werden wir Ihnen auf ewig dankbar sein. Danke nochmal, dass Sie es nicht in die Akten aufgenommen haben. Es sind gute Kinder, die einen Fehler begangen haben und Gott weiß, wie sehr ein Strafregister die Zukunft eines Kindes beeinträchtigen kann. Wir sind davon überzeugt, dass Sie noch lange an Ihre Worte denken werden. Seien Sie jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um Ihnen deutlich zu machen, was alles hätte passieren können, sodass sie dafür bei Gleichaltrigen in der Gemeinde Bewusstsein schaffen können. Gott segne sie. Gail und Toby Locklear, Karen und Brody Moore. Okay. Ja. Keller, tippe ich mal. Oder Bad. I always loved this one. Mhm. Und da, oh, was ist das denn für ein Raum? Ist das der Keller? Ich habe bestimmt, ich öffne den Kellertür, wetten. Ist es die Kellertür? Nein, ist irgendwas anderes. Eddie looked pretty concerned when I came home last night. I should have talked to him about what happened. But what the hell was I supposed to say? Ach, das hier ist Eddies Zimmer. Okay, das hier ist Eddies Zimmer. Dann ist da... Boah, schon wieder. Oh, mein Feuermelder geht. Something's not right. What is this? Also mein Feuermelder geht nicht jetzt los, das meinte ich jetzt aber nicht. Batterie ist alle. Kennt ihr dieses Piepen dann? Dann ist da oben, dann ist da hinten wahrscheinlich der Keller, aber was ist hier? Haben die überhaupt einen Keller da? Ich weiß nicht. Ich finde das Haus ziemlich groß für zwei Leute. Aber schnüffeln wir doch mal ein bisschen rum. Was ist hier? Das Bad wahrscheinlich, ne? I'm glad he never pushed me to change my last name. Ne? Ich könnt ihr stoppen, selber lesen. Still can't believe Eddie never told me he was paying for fireweed. That was a good memory. Da ist er. Even though Tyler couldn't come. Da ist er nicht so dunkel gemacht. Eddie must have been back and forth to Juno all the time to these shows before he got stuck here taking care of me. Da war doch gerade ein Plopper, oder? Nee. Okay, doch nicht. Na, was mit den Söckchen? Sind das Socken? Don't think Eddie's worn this since that terrible blind date 2 years ago. Hm. I don't think I know any Claires in Delos Crossing. But I shouldn't be snooping in here. Mhm. Oh, das hebt sie auf. Ja, er hat ja keine Frau oder, ne? So, das ist ein bisschen eigenartig. Haven't heard him play in a while. It just sits there collecting dust. This is personal. Müssen wir trotzdem lesen. Mein geliebter Sohn. Ich weiß, dass es mir diesmal nicht mehr besser gehen wird, als wollte. Also wollte ich dir ein paar Dinge mitteilen. Es tut mir leid, dass ich dich schon so bald verlassen werde. Ich habe dich erst spät bekommen, dachte aber trotzdem, uns bliebe mehr Zeit. Es macht mich glücklich zu wissen, dass du den Clan hast.
wenn ich fort bin, und auch deine Talente, die sich um dich kümmern wird. Ach, Tante, Talente, wie komme ich denn? Du scheinst schon immer gewusst zu haben, wann es Zeit ist zu gehen. Seitdem du ein Baby warst, wusstest du genau, welcher Schuh an welchen Fuß gehört. Und immer, wenn ich mich gerade aufmachen wollte, hast du mir mein Paar gebracht. Ich habe nie durchschaut, woher du wusstest, dass ich im Aufbruch begriffen war. Dass ich im Aufbruch begriffen war, aber immer warst du da mit meinen Schuhen. Jedes einzelne Mal, du hast nie geweint oder einen Aufstand gemacht, sondern mir einfach auf dem Weg geholfen. Ich hoffe, dieser Abschied wird genauso einfach, und obwohl du mir meine Schuhe nicht holen musst, weiß ich, dass du mir auf meinen Weg helfen wirst. Deine Stärke war stets, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, und zu tun, was getan werden muss. Mal kurz nach Hund gucken. Ich bin so stolz auf deinen Beitritt zur Polizei. Und die Leute werden dich jetzt als Anführer wahrnehmen, und ich weiß, dass du sie nicht enttäuschen wirst. Bitte erinnere die Menschen an unsere Art zu leben. Es waren unsere kulturellen Werte, die unser Volk von Anbeginn der Zeit haben gedeihen lassen. Sorge dafür, dass sie das nicht verlieren. Vergiss außerdem nie, einem jeden Beistand zu leisten, nicht nur denen, die dazugehören. Es ist unsere Art, einander zu stärken. Jeder hat der Gemeinschaft etwas zu bieten. Sie selbst sehen es vielleicht nicht, also musst du es ihnen zeigen. Hilf ihnen auf ihren Weg, so wie du es immer getan hast. Vergiss nicht, wenn du andere aufbaust, macht es auch dich stärker. Ich lese das jetzt nicht vor, weil ich kann es nicht aussprechen. Mom, er gehört zu den Ureinwohnern in, halt da aus der Gegend, ne? Ja, interessant. Come on. Paperwork. A secret keeper in her secret keep. Maybe there's something in the Book of Goblins that'll help me figure this out. Da muss ich mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ach ja, bei den Zahlen, genau. Die hatten wir zuletzt gelesen, die Seite. Genau, wie die hier ihre Stimme gekriegt hat. Ja. So, dann haben wir hier den Frosch. Da müssen wir wieder anfangen. Eins, zwei, eins haben wir. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8. Habe ich jetzt richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Stück müssen wir jetzt noch zählen. Okay. Ich weiß nicht, worauf sie jetzt hinaus will. Maybe there's something in the Book of Goblins that'll help me figure this out. Ich habe da jetzt alles durch. Ich muss mal eben kurz gucken. Das war ja jetzt hier auf den Seiten. Weil die Zahlen waren ja auch auf den Seiten so locker drauf, ne? Hier, da hatten wir ja die 1, da hatten wir ja die 0 und die 3. Die 3 und die 0. Da müsste das ja hier auch irgendwo kommen. Ich habe keinen Schimmer. Könnte ja nur hier sein. Drei Fische, weil er ist ja der Elch. Verstehe ich nicht. Komme ich nicht drauf. Hä? Ich bin ja jetzt alles einzeln durchgegangen. Da sind wir jetzt stehen geblieben. Oder ein Schlückchen trinken.
bringt ja nichts, die zu lesen, weil, ne? Ich weiß nicht. Das lässt mir jetzt aber auch keine Ruhe. Irgendwie. Was könnte das denn? Ich muss noch mal gucken. Ich muss gucken. Secret Keeper in her Secret Keep. Geheimnishüterin in ihren Gut. Looks like this is coin operated. Sieht aus, als müsste man eine Münze einwerfen. Looks like this is coin operated. Sieht aus, als müsste man eine Münze einwerfen. Normal. Was sagt sie gleich nochmal am Anfang? So, was sagt sie da jetzt nochmal? A secret keeper in her secret keep. Eine Geheimnishüterin in einem gut gehaltenen. Looks like this is coin. Verstehen die Münze einwerfen? Was soll das denn sein? Ich bin gerade am Überlegen. Wenn ich es lese, bringt mir das ja auch nichts, ne? Oder? Ich weiß nicht. Überlegen. Hallo? Achso. Es kann doch nicht. Ich muss doch hier irgendwo weiterkommen. Dann jetzt doch weiter vorne. Ich bin doof. Ich hätte gerne den Index. Operated. Okay, ich habe keine Ahnung, Leute, ganz ehrlich. Wir fahren jetzt einfach fort. Wir fahren jetzt einfach fort. Den hier habe ich schon gelesen. Ja. Den habe ich schon gelesen. Da geht's runter wahrscheinlich. I need to get all that paperwork together. Maybe that'll help me focus and clear my head. I wish Eddie's mom could have taught me how to do this. I can't really eat anything right now. Okay, sie kann jetzt nicht essen, gut. I wish you could just change your mood as easily as a record. Mhm. Ich dachte erst der Elch.
I wish I thought shooting some hoops would help me forget all this. I wonder what Michael would think about all this. Would he even get it? I don't feel like listening to anything right now. Boah, der hat noch eine richtig alte Jukebox. Wie geil. Wir können da draußen. I wonder what Tyler's up to out of the house. Tyler ist süß. I haven't had any time to sketch lately. Na, das kann sie aber, ne? Hier ist voll was umgefallen. So, gucken wir mal, was ist da? God, the world feels so fucking small right now. I've got to find a way to get out of my head. Eddie loved his Mischka so much. Ach ja, der Husky, der so, glaube ich, ne? Ach, guck mal, wir haben hier. I almost wish the house had burned down last night. Then I'd never have to see it again. What if I just packed a bag and left? Never looked back. Pop money. Moment. Können wir das nochmal öffnen? Ich möchte nochmal reingucken. Ah, Entschuldigung. Das war gerade mein Strohhalm. Okay, da können wir. Führerschein und Dingens. Ja. Gewicht. Ah, okay. Aber ich. Das Kleingeld. Die Dingens ist mit Münzen betrieben. Dann stibitzen wir uns doch mal eine. Ja. Must be great to feel like you belong somewhere. Anywhere. Ich sag doch hier Ureinwohner. I so don't want to go back to the station. Not after yesterday. Wie das hier alles so rumfliegt. Here's the file. Just need my ID and pay stubs. Okay. Aus. We were family, Allison. How could you do this to me? Fuck. I've got to think about something else. Focus. ID and pay stubs. Where did I stash my pay stubs? Ausweis. Let's. Where did my wallet end up last night? Okay. Infoblatt, Arbeitsbescheinigung, letzte Gehaltsabrechnungen, Ausweis. Ach du Scheiße. Anna, was haben wir da schon? Wir haben da doch da schon was. Was steht denn da drauf? Ich kann nicht lesen. ID, irgendwas mit. Achso. Ansehen. Oh, now they know everything about me but my blood type. Nachweis eines Arbeitsverhältnisses. Datum, sehr geehrte. Gemischtwarenland. Wissen wir ja, ne? Okay. So, das habe ich. Ich habe jetzt trotzdem nicht mehr sehen können, was da drauf steht. Jetzt. Why can I never remember where I put things away? Wir brauchen. I think I dropped my bag around here somewhere. Den Ausweis und die letzte Gehaltsabrechnung. Okay, gut, das kriegen wir, das kriege ich hin. Michaels cremiger Spezialraben-Eintopf, geriebene Zwiebeln und Knoblauch mit geschmolzener Butter bei niedriger bis mittlerer Hitze anspitzen, Sellerie, Karotten hinzufügen, warten bis sie weich werden, Kartoffeln, Gemüsebrühe hinzugeben, mit Gewürzen abschmecken, Sellerie, Salz, schwarzer Pfeffer, Paprikapulver, zerkleinerte Cayennepfeffer, Flocken abdecken, köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind, cremige Mais, Krabbenfleisch und frische Petersilie hinzugeben, erhitzen und köcheln lassen, in einer Schale heiß servieren und mit Zitronenscheiben dekorieren. Lass es dir schmecken. Ja, für alle, die jetzt ne, gerne mal das nachkochen möchten. Hat das eigentlich mal jemand versucht? Es gab ja oft schon bei, wir sind ja schon am Ende. Es gab ja oft in Life is Strange und sowas, gab es ja auch viele Rezepte. Hat mal wirklich einer versucht, das nachzukochen? Das würde mich echt interessieren. Na gut, ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.